Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Felix Salvados auf der Map Time. Und ja, ich habe heute ein, denke ich, für euch, vor allem für gewisse Zuschauer, die selber vielleicht Content Creator sind, ein echt spannendes Thema dabei. Da ich in der letzten Zeit gemerkt habe, yo, mit kleinen YouTuber aufzunehmen, ist zwar schwer vom Termine finden her, aber wenn es dann funktioniert, schneiden die da meistens was echt Cooles draus, da ich jetzt letztens mit zwei kleineren YouTubern aufgenommen habe, für ihren Kanal natürlich. Und meine erste Aufnahme mit dem ersten, der hat das übelst lustig geschnitten, muss ich wirklich sagen, also da nochmal Props an dich, Bro. Ich habe wirklich manchmal wirklich ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt und wenn ich bei Videos lache oder grinse, dann muss es schon lustig sein, weil eigentlich bin ich gar nicht der Typ, der wegen Videos lachen kann, so. Ich will jetzt, wie gesagt, öfter mit kleinen YouTubern aufnehmen. Ihr könnt mich anschreiben auf Insta und Twitter, da heiße ich @Velation und @Velation19 auf Twitter. Dort werde ich mir eure Channels angucken. Am besten schreibt ihr den Channelnamen dazu, falls euer gehöriger Account halt nicht zu dem Channel gehört, so. Dann schreibt euren Namen einfach dazu und dann kann man drüber reden, wo man sich dann trifft und wie das dann aussieht mit aufnehmen und so. Das kann man da alles einrichten. Nur ich habe so ein paar Bedingungen dafür. Ist ja, denke ich, auch verständlich. So, dass man jetzt nicht sagen kann, yo, ich nehme mit allen und jedem auf, so, das ist, denke ich, klar. Was ich im Voraus auf jeden Fall sagen muss, warum habe ich den Hit nicht bekommen? Ich nehme nur mit Leuten auf, wo ich auch, oh, als ob ich so weit geflogen bin von einem Fausthit, wo ich sehe, yo, die machen YouTube mit Leidenschaft und Spaß. Wo ich mir deren Videos angucke und sehe, yo, die haben da Bock drauf und die machen das nicht so mäßig aus Zwang oder nur mit irgendeinem Hintergedanken, um irgendwas zu erreichen oder sonst was. Ist hier, was ich meine? Dann wäre halt am besten noch, wenn so ein bisschen wenigstens, die Videoqualität muss jetzt nicht auf dem krankesten High-Standard sein, die man denkt, aber wenn ich so sehe, yo, ihr schneidet ein bisschen und ihr guckt, dass ihr vielleicht eure Qualität verbessert oder versucht mal so neue Sachen oder sowas, dann bin ich wahrscheinlich schon eher eingeladen mit euch aufzunehmen anstatt und aufs Bett mit euch aufzunehmen, anstatt es halt einfach sein zu lassen, wisst ihr, was ich meine? Und ich denke mal so, das ist auch vollkommen verständlich, das soll auch nicht abgehoben klingen oder so. Nur, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, bis gleich. So, Leute, in der nächsten Runde angekommen. Nur, das Ding ist halt, wie gesagt, ich kann nicht mit jedem aufnehmen, wenn ich sehe, yo, ihr habt erst vor zwei Tagen angefangen gefühlt und eure Videoqualität ist nicht so mäßig so, ich habe da Bock drauf, sondern eher so, ich will damit zum Beispiel nur meinen Server pushen. Dann habe ich da auch gar kein Interesse daran, wisst ihr, was ich meine? Ich denke mal, das ist relativ verständlich. So vom Ding her. Und ich hoffe auch, dass ihr das so aus meiner Perspektive versteht. So zum Beispiel letztens bin so auf den TS gekommen und er so, yo, was geht? Und ich so, hi, guten Tag. Und ich hab mir so, boah, nice, der ist voll korrekt. Und dann habe ich halt gesagt, yo, wir können aufnehmen, klar, alles kein Problem. Dann haben wir eine Aufnahme gemacht. Zwar sind irgendwie auf Revi die Runden, ich habe mit zwei Leuten, wie gesagt, aufgenommen und auf Revi sind die Bad Wars Runden nie so wie in meinen Aufnahmen. Keine Ahnung, so. Ich habe zwar auch, klar, Schwitzer meiner Runde und manchmal Bowspammer oder sowas, aber wo ich mit den Leuten aufgenommen habe, hatten wir solche kranken Spieler, die seit gefühlt 3 Jahren aktiv Minecraft spielen und jeden Tag 80 Stunden Bad Wars spielen. Das war krank, Alter. Wir haben so viel verloren. Und natürlich muss ich sagen, dass ich immer so ein bisschen abgelenkt war, weil ich immer zugehört habe demjenigen so ein bisschen. Oh nein, ich bekomme von hinten auch Besuch, oder? Ja. Nein, och, ich wollte am Block-MLG ranmachen, schade. Der eine hat dann da sowas Lustiges draus geschnitten, was ich echt gefeiert habe. Und zum Beispiel, der nächste hatte eher so ein Videostil wie ich. Der hat so ein bisschen über Themen getalkt, war echt motiviert bei der Sache, muss ich wirklich sagen. Auch für die Videoquali, die die beiden hatten, muss ich sagen, haben sie zu wenig Abonnenten. Nur, das kann man halt leider erstmal nicht ändern, weil ich bin nicht so der Typ, Leute. Ich finde, Leute pushen ist halt nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll oder warum. Lol, war das lucky, dass ich so gesprungen bin. Oder warum ich das so finde. Aber ich weiß nicht, ich wurde ja selbst früher von Mr. DNS gepusht in dem Zeichen und habe dann meinen Hype bekommen. Aber irgendwie für mich selbst, Leute, hochpushen ist... Ich weiß nicht, das fühlt sich für mich so komisch an, wisst ihr? Oh lol, als ob ich den nicht bekommen habe. Ja! Oder an sich zum Beispiel, wenn ich mit euch aufnehme und sehe, was da rauskommt, weil ich sehe es ja nur aus meiner Perspektive im Gameplay, wenn ihr da so ein bisschen erzählt und so. Und wenn ich sehe, was ihr da so motiviert, wie kleine YouTuber halt sind, daraus schneidet und wie ihr euch am Ende darüber freut, das war krass, wie manche sich darüber gefreut haben, dass sie mit mir aufnehmen konnten, obwohl ich ja eigentlich auch so eine normale Person bin, die jetzt nicht so mäßig 300 Klicks oder Abos auf YouTube hat oder sowas. 300.000, sondern halt nur meine 1.000 Klicks mal mache, manchmal meine 2.000. Lol, Digga, was, warum? Weißt du, das verstehe ich nicht. Drehwie-Nock-System, ne? Kennt ja, das ist ja so eingestellt, dass man Knockback bekommt. Aber warum bin ich an dieser Stelle, wenn ich ihn stompe, jetzt geflogen und ihn hat's halt gar nicht gejuckt, dass ich ihn gehittet habe, so, wisst ihr, was ich meine? Das verstehe ich immer so. Manchmal ist es echt komisch, muss ich sagen. Auch wenn ich es so feiere, dass man halt nicht so wirklich Knockback lösen kann. Manchmal ist es wirklich komisch und Huni will auch wieder Aufmerksamkeit. Leute, ihr könnt mal gerne schreiben, wie ist es bei euch, also wie warm ist es bei euch? Wenn der... Ja, ich kotze gleich einfach, lol. Also, dass der mir halt einen Airhead gibt, hätte ich rechnen können, so. Oh, was...
Was mache ich gerade? So, und hier in Berlin sind zum Beispiel gestern 36 Grad gewesen, glaube ich. Und ich wohne im Dachzimmer, Leute. Also unterm Dach. So, das ist jetzt das letzte Team. Ich hoffe, wir bekommen die direkt. Leute, wir spielen übrigens auf Rainbow V2 und ich habe verkackt. Ja, was tue ich jetzt am besten? Komm, du schaffst es. Oh, Mist. Ich habe mir gestern ein nasses Handtuch gemacht, also wirklich, ich habe ein Handtuch genommen und das unter kaltes Wasser gehalten und habe das auf meine Beine gelegt einfach, damit mir einfach kühler ist und habe mich am Ende, einfach habe ich es auf meinen Stuhl gelegt und mich drauf gesetzt, auch wenn meine komplette Hose nass war, also war sie eh, weil, Leute, ihr wisst, Schwitzen am Arsch ist halt Standard und Knockback, lol. Digga, Knockback ist halt gar nicht sein Ding, komm her, Junge, ich klatsche dich, komm her, komm, ja. GG. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung zu der Hitze. Schreibt mich auf Social Media an. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Won't stop until you feel it, it's molested. No SAT for me, you already been tested. And I know that I've been far away. Yeah, but I'ma pick up the phone like I just...